Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück bei Two Point Hospital natürlich. So, ich habe mich mal ein bisschen schlauer gemacht. Das Befördern geht sowieso nur, wenn man einen weitergebildet hat. Das habt ihr mir ja geschrieben. Aber das Weiterbilden, meine ich, ist wichtiger, als man denkt. Guck mal, wie die zum Beispiel, die hat ja Station Verwaltung 3. Die müssen wir unbedingt noch die 4er geben, weil denn werden auch die Heilungsraten höher. Weil umso höher sie in ihrem Bereich, wo sie arbeiten, ausgebildet sind. Dachte, das ist nicht so wichtig, das ist nur so also nebensächlich, sollte man nicht unbedingt mit drauf achten. Wie guck mal, die ist zum Beispiel erst bei 1, die müssen wir unbedingt noch höher bringen. Die ist hier eigentlich völlig fehl am Platze. Frag mich sowieso, warum die hier alle falsch stehen, ich hab die doch eingestellt. Aber die gehört eigentlich in die Station. Aber vielleicht kommt das auch noch, das kann bloß natürlich sein. Dass sie in ihrem Bereich... Ist die, dass die nicht eingestellt hat? Warte mal. Andermönch, die hatte ich doch eingestellt, oder? Na guck mal, die Hanna-Mönch zum Beispiel darf eigentlich nur hier arbeiten. Warum sie jetzt hier in der Zirkustherapie steht, ist mir ein Rätsel. Die Hanna-Mönch stehen wir mal hier mit drin. Dafür nehmen wir die Dame, die hier völlig ungeeignet ist, in die Zirkustherapie, würde ich sagen. Ein Krankenpfleger wird zur Station gebeten. Ach, da ist doch schon Krankenpfleger drin, Mensch. Wir müssen sie auf jeden Fall weiter ausbilden. Ich meine, wir haben hier gerade welche in der Ausbildung. Doch. Ich glaube, wir werden erstmal, sonst kriegen wir die Heilungsrate nämlich nie höher. Erstmal darauf achten, dass wir die in der Station so gut wie möglich ausgebildet kriegen. Und dann natürlich auch die richtigen Leute in der Station arbeiten lassen. Damit das klappt, sonst kriegen wir die Heilungsrate nämlich nie höher. Und das sollten wir bei anderen Krankenhäusern der gleich mal fahren drauf achten. Wie gesagt, ich wusste zwar, dass es geht mit dem Ausbilden. Aber ich dachte, das ist eher nur so, ja gut, ist eine klitzekleine Chance höher oder so. Es ist nicht so wichtig. Aber es ist wichtig. Umso höher sind hier die Heilungschancen. Was? Warte mal. Wieso willst du kündigen, hä? Unterbezahlt, muss direkt aus Klo, sehr durstig. Wer ist denn das? Dr. Charlie Eimer. Dr. Charlie Eimer. Dr. Charlie Eimer muss bleiben. Dr. Charlie Eimer, da ist er. Ja, ja, Motze, ne? Da sind die richtigen. Hier, befördern wir dich. Sehr schön. Mitarbeiterkündigung hat sich entschlossen, doch zu bleiben. Okay, weiter geht's. Hey, warum geht er nicht? Das ist Klo, Alter. Oh Mann. Vielleicht klappt es ja jetzt sogar hier schon ein bisschen besser. Wir werden sehen. Es sind jetzt zumindest 3 Leute mit etwas Ausbildung drin, oder? Der sowieso, den kriegen wir auch nicht höher, weil man kann ja, glaube ich, auch nichts verlernen, ne? Ihn kriegen wir definitiv noch höher. Oder die, besser gesagt, die Schwester Skylar. Und die Schwester Mani, die kriegen wir auch noch höher. Die hat aber auch schon eine sehr gute Ausbildung. Das erhöht die Heilungschancen doch, glaube ich, drastisch. So. Also müssen wir es doch machen. Gut, das dauert noch eine Weile hier. Die hat ja auch schon normale Stationsverwaltung und 2. 2 wird gerade weitergebildet bei ihr. Genau wie er gerade 2 weiterbildet. Die machen alle 2 weiter, ne? Ja. Damit wir doch ein bisschen besser hinkriegen. Hoffe ich doch mal. Mann, wir sind ja mittlerweile wieder auf 75% dank der Ausbildung. Ja, siehst du mal, jetzt klappt es doch. Okay, Luxusgetränkeautomat ist freigeschaltet. Sehr schön. Krankenhausleitung 1, Mutter Natur 0. Alles klar. Dann werden wir das Krankenhaus hier auch verlassen. Oder zumindest gleich verlassen. Wieso gehen in den Mutterarbeiterwunsch noch fertig machen? So, Luxusgetränkeautomat freigeschaltet. Das haben wir auch geschafft. Ne, 5 von 6 gehalten. Siehst du mal. Karriereziel ist auch erreicht. Jetzt ist mal wieder einer gestorben in der Station, oder wo? Nein? Dann müssen wir in andere Krankenhäuser von Anfang an darauf achten, dass wir die richtigen Leute da arbeiten lassen. Will nur die Ausbildung hier fertig machen, die ist ja gleich fertig. Wollte ich gerade sorgen, damit wir das surfen. Jo, wir befördern dich gleich, sonst gibt's eh wieder Gemäge. So, das haben wir auch geschafft. Wunderbar, jetzt haben wir hier nichts mehr zu tun, haben 825.000. Das Krankenhaus haben wir. Jo, die können wir auch nochmal befördern. Gut. Umso besser klappt das in der Station. Wir werden jetzt natürlich ins nächste Level. Das haben wir. Und wir haben aktuell eh nur... Ja, nur das da oben, ne? Jo, mehr gehen aktuell nicht. Das hier ist ja immer noch gesperrt. Vermutlich wird das erst frei, wenn wir die anderen beiden haben. Erhalte einen Stern in Tumble, erhalte einen Stern im Universität. Ja. Wir müssen es hier machen. Okay, dann gehen wir doch hin. Die Heimat einiger der hellsten Köpfe in Two Point County. Es mag hier etwas kalt sein. Schon wieder?
Ist aber der perfekte Ort, um neue Technologien zu entwickeln. Die Universitäts- und Forschungskliniken. So. Immer dieses falsche Vorgelesen. Das war furchtbar. So, der Rektor der Mitten University ist von unseren Fortschritten beeindruckt und hat uns eingeladen, für die Mitten University ein Forschungs- und Ausbildungskrankenhaus aufzubauen. Das ist eine tolle Chance für uns. Wir können eine Forschungsabteilung aufbauen und neue Technologien entwickeln. Wir werden jedoch nur Medizinstudenten und Krankenpfleger einstellen können. Deshalb müssen wir für die Weiterbildungsmöglichkeiten sorgen. Die Mitten Unity wird uns für jeden Mitarbeiter, den wir weiterbilden, und jedes Forschungsprojekt, das wir abschließen, zusätzliche Mittel zukommen lassen. Zuallererst brauchen wir aber eine Forschungslizenz. Das Ministerium wird uns sie uns gewähren, wenn wir unsere technologische Kompetenz durch den Aufbau eines Krankenhauses mit einigen verbesserten Maschinen demonstrieren. Okay, eins nach dem anderen. So, erstmal Pause. Temperatur, yo, das kennen wir ja schon. Das ist hier Eingang, ne? Oh, hier haben wir mal ein bisschen mehr Platz. Ja. Gut, erreiche Krankenhausstufe 3 und installiere ein Upgrade. Wenn wir die Leute hier ausbilden müssen, ja, was gucken. Ja, alles klar. Gut, die Assistenten haben und die Hausmeister haben, aber okay. Würde ich aber sagen, obwohl das kostet teuer Geld, ich wollte erst ein Ausbildungszimmer bauen. Ich glaube, besser wäre das erstmal die unausgebildeten Ärzte arbeiten zu lassen, damit wir überhaupt Geld reinkriegen. Ja? So, auf jeden Fall ist hier der Eingang. Das heißt, hier muss die Anmeldung hin. Wenn ich die hier so in die Mitte kriege, geht das? Mal googeln, Zimmer. Hoffe nochmal, dass es geht. Aber ein bisschen Platz brauchen wir ja auch. So, das reicht doch. Hier ist zu wenig Platz. Oh. Müsste doch reichen für eine Anmeldung, oder? So, lass mal die mal in die Seite reinkriechen. Können wir aber dort eine Anmeldung hinbauen, wenn es geht. Dort auch. Können wir hier 3 Stück arbeiten lassen. Da können wir von mir jetzt auch eine hinbauen. Das müsste gehen, oder? Hier packen wir ja die Söldner Blumen rauf. Geht nicht? Machen wir es so. Hier noch einmal und hier noch einmal. Sehr schön. So, hier gucken wir mal. Den können wir da hinsetzen. Den können wir hier hinsetzen. Haben Sie hier, glaube ich, Schränke für die Patientenakten und sowas? Nein, ist falsch. So, den dort noch mal. Das darf echt nicht zu dicht, ne? So. Will das Ding doch mindestens auf Stufe 3 haben, ne? Allein schon wegen dem Krankenhauswert. So, hier ist es Kold, sagen die. Naja, gucken wir uns, kümmern wir uns gleich drum. Wir brauchen auf jeden Fall Mülleimer hier. Ich glaube, einer räucht hier aber. Blümchen haben wir ja schon. Davon will ich gar nicht so viele. Sonst kriegen wir wieder ein Hausmeisterproblem. Pro Raum nur noch eine. Ansonsten nehmen wir Kakteen, die sind nicht ganz so häufig. So. Schrank ist hier, glaube ich, nicht. Hier gibt es noch mehr Blumen. Aber auf Stufe 3 haben wir sie erstmal. Sehr schön. Oh, hier gibt es ja noch so einiges. Gut. Die ist aber erstmal abgeschlossen. Da müsste natürlich 3 Assistenten rein. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. Weiterbildungslehrgang. Okay. Die brauchen wir ja nur nicht unbedingt jetzt sofort weiterbilden. Wir nehmen die 3 hier erstmal. Sonst wird es nachher zu teuer. So. Und als erstes rennen die Patienten ja eh in die Allgemeinmedizin. Ne? Davon werden wir sicherlich später mehrere brauchen, da bin ich mir sicher. Das würde ich ja nicht gerne in einen extra Raum später bauen. Und nach Möglichkeit kleine davon bauen. Ah, gucken, gucken. Gut, wir können aber eine hier bauen, eine da. Erstmal zumindest für den Anfang. Man kann ja die Räume zum Glück auch verschieben. Und dann mal gucken. So. Kleine reichen echt für den Anfang. Ja, ich glaube, es ist okay, ne? So. Kann ja später umbauen, verschieben, mal gucken. Ich weiß ja noch gar nicht, was hier großartig für Krankheiten auftauchen. So. Bürotisch. Dem ist so einmal andersrum. Dem ist so auf jeden Fall drin. Zack. Reicht einer. Eine Waage möchte ich noch gerne haben. Heizung gucke ich sofort. So,
So, wir machen hier bei der Tür auf jeden Fall einen Abfalleimer hin. So, Feuerlöscher brauchen wir hier nicht. Wir klatschen hier noch einen Desinfektionsspender an die Wand. Ah, hier so. Wie viel Stufe 3 will ich denn mindestens haben? Eine Pflanze kommt drin. Aber wie gesagt, nur noch eine pro Raum. Die Hausmeister sind sonst hemmungslos überfordert. Einen Teppich können wir ihnen hier geben. So. Sehr schön. Guck mal, das hat auch schon gereicht. Wunderbar. Den wollen wir natürlich ein bisschen Luxus-Out drin haben. Passt das? Nee, ne? Ah, gut, gut. Aber eine Palme können wir in die Ecke stellen. So, das reicht jetzt aber auch. Sehr schön, wie gesagt, Heizung, so kümmere ich mich sofort drum. Das wird garantiert hier gleich brechend voll. Sehr schön. Wir kopieren das Ganze nochmal. Zumindest den Anfang einigermaßen gut abfangen zu können. Ich hoffe, das passt. Jo, passt sogar perfekt. Oh, warte mal, die Fenster da, klar, weil es Außenwand ist, gehen weg. Das heißt, hier müssen welche rein. Sind aber auch nur die Fenster, die verkaufen, ne? Jo. Sehr schön. Probieren wir den auch nochmal. Was ist denn das rot? Keine Ahnung. Warte mal. Sind hier die Fenster, ja, und da. Ach, der will einen Desinfektionsspender mitverkaufen. Warum? Na gut, dann bauen wir hier eben auch einen schnellen neuen hin, ne? Keine Ahnung, warum er das manchmal will. Nimm, Rinder. Wahrscheinlich was mit den Fenstern zu tun. Was will er hier schon wieder verkaufen? Fenster. Ja. Warum tut das denn nicht? Moment. Oh, gut. Ja, die Fenster gehen hier natürlich nicht. So. Sehr schön, sehr schön. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal 4 Allgemeinmedizin. Da müssen natürlich 4 Ärzte rein. Und dann muss ich mich natürlich einmal kurz gleich im Ausbildungsraum um das kümmern. Na gut, wir können erstmal nur 3 Ärzte einstellen. Aber wie soll's nix? Können zwar nix. Zumindest noch nicht. Wir müssen sie erstmal fit machen. Aber auch das kriegen wir hin. Das sind, glaube ich, Studenten wieder. Das ist klar. Die sind noch in der Ausbildung. So, auf jeden Fall konnte ich schon mal weiterlaufen. Und der Ausbildungsraum mag googeln. Ich hätte gerne 2 davon. Wohl, was Platzverschwendung, ne? Ehrlich gesagt, hätte ich hier gerne noch später Allgemeinmedizin hin. Deswegen würde ich jetzt gerne, ehrlich gesagt, erstmal den Raum dazu kaufen. Den brauchen wir eh gleich. Wart aber erstmal ab. Weil da kommt bestimmt gleich sowas wie Apotheke oder Station. Wir müssen jetzt mal einen kurzen Moment abwarten, bis die ersten Patienten auftauchen. Krankenhausstufe 3 haben wir auf jeden Fall. Und uns fehlt natürlich auch noch ein Arzt. AB kommt erst in 14 Tagen neue Bewerbung. Hausmeister, hier kann ich ja schon mal einstellen. Hausmeister, erstmal 2, da brauchen wir später sowieso mehr. Wir wollen eine Geisterjäger-Ausbildung. So, und hier nehmen wir mal einen, der hier Upgrades und sowas kann. Sehr schön. Ganzen Summen müssen ja auch gegossen werden. Jegliche in Abfallbehälter platzierte Gegenstände sind Krankenhauseigentum. Finger weg. Yo, 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 das heißt, so viele dürfen nicht im Müll rumwühlen. Nur 6 Tage? Natürlich, wieso rennst du raus da? Brauchen wir hier? Obwohl ich hier eigentlich gar keinen Getränkautomaten hinstellen will, das kann man hier so machen. Warte mal. Ah, ich lasse weiterlaufen in der Zwischenzeit. Hier kommt ein Getränkeautomat hin und daneben natürlich ein allein schon Luxusgetränkeautomat. Weltmusik-Juice, die reichhaltige organische Substanz, alles ist klar. Daneben ein Snackautomat. So, da machen wir den definitiv einmal ein Energy-Automat, dass wirklich beides vorhanden ist. Und ein Salz-Snack-Automat. Müssen Stück für Stück machen, sonst gehen wir pleite.
Wo sind die ersten Patienten? So, hier kommt auf jeden Fall ein Abfalleimer nehmen. Zack. Hier auch. Sehr schön. So, Moment. Wir machen hier gleich weiter mit der Deko. Diagnose beschloss. Ein unserer Patienten, Gordon Sofa, hat all unsere Diagnosezimmer abgeklappert. Ja, zu 48% sicher. Ja, gut, mal weiter behandeln. Ne? Ich weiß zwar nicht, wie sie den hier behandeln sollen. Ja, jetzt kommt das. Die Orbotege, das habe ich vermutet. Uns hier beten zu worten, da kümmern wir uns drum. Die zimmern wir erstmal hier hin. Erstmal habe ich den Raum hier dazu gekauft. Was dort? Die brauchen ja nicht allzu viel Platz. Ah, das wurde im anderen Krankenhaus ein bisschen eng, deswegen bin ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig. Man kann ja immer noch umbauen, ne? Weiß ja nicht, was wir hier noch alles brauchen. Wir brauchen unbedingt den Ausbildungsraum. Unbedingt. Hier kann man so einen Tablettenschrank mit reinstellen. Und vor allen Dingen Heizung. Ich habe die Heizung vergessen. Okay. Ja, da kümmern wir uns sofort drum. So, Stufe 3 haben wir ihn. Sehr schön, das reicht erstmal, wie gesagt. Eine Pflanze. Sehr schön. Jo, wie ist denn schon Krankenpfleger rein? Ihren Süßstoff? Ja, wir nehmen die ihren Süßstoff. So, warte mal, bevor wir jetzt wieder Water laufen lassen, einmal kurz die Heizung, die sind jetzt aktuell wichtig. Machen die Großen da was anders? Mal gucken, ich stelle mal hier eine hin. Die machen ein bisschen mehr Wärme, ne? Ah, ich glaube, für die Kleinzimmer reicht auch ein kleiner Heizkörper. Bin mir da aber nicht sicher. Naja. Naja, wenn ich die mal wieder verkaufe, wurde mir. Und das mal gegen normalen Heizkörper austausche. Ich will nur wissen, was mehr bringt. Und nicht viel mehr, ne? Ah, gut, aber es ist zumindest nicht mal eiskalt. Meinen wir erstmal so. Ich will hier so auch kein Zwanderrohr stehen. Da haben wir hier wahrscheinlich zu heiß. Hier kommt ja nochmal ein Grauser in die Ecke. Ist zumindest der Bereich hier schon mal beheizt. Hier ist noch ein bisschen kalt, ja. Und hier stehen wir dann auch einmal einen normalen rein. Muss ja, muss ja. Sehr schön. Gut, gut. Und ehrlich gesagt, will ich auf dem Flur überhaupt keine Pflanzen stehen haben. Dann nehmen wir lieber die Palmen. So. Ah, gut, gut, gut. Hier passt sie nicht. Das ist doof. Ich heiz aber auch nicht weiter rüber, ne? Warte mal. Den kleines Donadon. Den kleines Stück rüber. Ja, nicht zu weit. Den ein Stückchen nach da. Und dann können wir auch die Heizung ein Stückchen rüberschieben. Und jetzt müsste doch die Palme hinpassen, weil die Palmen müssen nicht gegossen werden. Hausmeister ein bisschen entlasten. Du sollst hier draußen hin. So, natürlich sollen hier auch Bänke und sowas hin. Müssen die auch gegossen werden? Tritt nicht auf die Blumen. Ja, okay. Erstmal. Hier, den setzen wir mal hier so hin, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob da noch eine Bank neben passt. Warte mal, ich glaube nicht, wenn ich den da hinstelle. Wer hätte ich hier gerne Mülleimer, ehrlich gesagt? So, dafür stellen wir hier den Mülleimer hin. Passt nicht? Bin ich, ne? Du passt doch. Wunderbar. Getränkeautomaten haben sie da vorne. Ja, wo sind denn die schönen Palmen? Muss hier auf jeden Fall... Ja, da kann auf jeden Fall eine hin. Stellen wir hier noch eine hin, würde ich sagen. Das reicht doch schon. Wir machen hier gegenüber noch ein paar. Mülleimer haben sie hier ja auch. Ein paar Bänke, würde ich sagen. Aber wie schnell das Geld runtergeht. Zock. Zock. Zumindest haben sie im Wohlfühlbereich. Sie haben hier Mülleimer.
Gut. Was ich hier vielleicht noch gerne hätte, ob das Post ist, eine andere Frage. Und Broschürenständer da. Hast du schon nicht nichts so hin, ne? Also wir brauchen jetzt auch nicht so viele Mülleimer. Da haben wir ja schon eine Mülltonne. Wir nehmen... Warte mal. Die Mülltonne der Weg. Gehen. Stellen dafür den dahin. Wunderbar. Dann können wir jetzt erstmal weiterlaufen lassen. So, die Apotheke müsste auch laufen. Ja, aktuell machen wir Minus. Das ist klar. Ja, ich habe keinen Hausmeister mehr. Den muss ich erstmal ausbilden, ne? Oder kann ich den so einstellen? Warte mal. Ja. Gut, dann können wir aktuell nicht machen, das Upgrade. Wir bitten Patienten, unseren Ärzten das Leben möglichst leicht zu machen. Verbindlichsten Dank. Ja, okay. Ein Patient ist es doch egal, ob die Ärzte das leicht haben oder nicht. Ich brauche jetzt erstmal die Ausbildung, sonst kommen wir hier nicht weiter. Also die Weiterbildung. Und da stand ja auch irgendwie was von, dass wir Geld kriegen. Ja? Ich glaube, das reicht ja schon. Die muss ja gar nicht zu groß. Du, erstmal auf Fenster rein. So, Rednerpult. Ich glaube, am besten wir wohl erstmal Hausmeister ausbilden für Mechanik, damit wir hier Sachen verbessern können, du. Sonst wieder nix. So, den müsste dann da hin. Den, dass ich zumindest 4 gleichzeitig ausbilden kann. Das reicht ja auch in der Regel. Sehr schön. Orkenschränkchen sollte noch mit drin. Dim. Apfeleimer sollten wir hier auch mal in die Ecke stellen. Schlecht ist das nicht, vor allem gleich Heizung. Eine Pflanze. Und auf dem Flur, wie gesagt, versuche ich sie komplett zu vermeiden. Hausmeister sind hier ständig überfordert. Gut, auf Stufe 3 haben wir sie schon, aber den kriegen wir doch bestimmt auf Stufe 4 hier, oder? Wo nehmen wir den Grund dahin? Sehr schön. Ein Erleuchtungsposter auf Leuche hin. So, dann haben wir noch einen Poster Clownerei. Ah, doch nicht so einfach, ne? Ah, gut, zum Skelettmodell im Ausbildungsraum wird das passen, ne? Frage ist nur, ob sie dann noch vorbeikommen. Ah, räucht aber immer noch nicht. Teppich geht hier gar nicht rein, ne? Ah, vielleicht noch ein Aktenschrank daneben. Andersrum natürlich. Hat doch nicht vor, ist ein Bild, Mensch. Komm, stehen wir hier nur hin. Siehst du mal. Den hätten wir den nämlich. Wunderbar. So, einmal gut nach Heizung gucken. Heizung. Holzkörbe. Was dachte ich mir? Ich will ja nicht, dass sie sich den Arsch abfrieren. Nee, das reicht definitiv nicht aus. Geht gut los, ne? Haben wir heute keine Ausbildung, die Jungs. So, warte mal. Kristen Flynn, 48%. Ja, gut. Wir probieren es, ob es klappt. Kann sein, dass uns ein paar Patienten stehen. So, auf jeden Fall. Fangen wir mal an. Erstmal Hausmeister, Mechanik. Einer kann teilnehmen. Wir haben keinen, der weitergebildet ist. Das müssen wir dringend machen. Also wir müssen uns einen Ort mieten. Und das Ehe. Gut, kurz dort. Geht nicht anders. Geht leider nicht anders. Wir brauchen... Wir haben zu viele Ärzte. Wir haben eher zu wenig Ärzte, mein Freund. Hausmeister mit... Toter Patient auf dem Flur. Was sagen? Hausmeister mit... Geistausbildung haben wir aber, oder? Er ist eh hier. Den kommen wir her, mein Freund. Und geh da hin. Jetzt ist der Geist weg. Ich glaub's ja nicht. Wo ist er wieder? Komm, schnapp ihn, der Tiger. Komm. Junge, du bist hier dafür zuständig. Hat auch nicht geklappt. 48 Jahre, ich karte Moment keine andere Wahl. Kommt alles noch. Und sonst kann ich das Upgrade da nicht machen. Hier ist aktuell ein Arzt am Arbeiten. Ein einziger. 2 rennt darum, ich habe nicht zu viele Ärzte.
So, darauf hat er sich gekümmert. Sehr schön. Dann machen wir Stück für Stück. Wir müssen halt... Ich weiß gar nicht, ob es eine extra Ausbildung hierfür gibt. Kann man das irgendwo nachgucken? Angenehm. Okay, das ist alles okay. Hygiene. Warteschlange, Details. Vorläufige Diagnose erstellt. Gut. Ist der nett? Ups. Jojojojo, 48%. Ich weiß, da haut hier größtenteils Schind nicht hin. Bauchgefühl. Okay. Sofort in die Apotheke. Jetzt haben sie langsam mal rausgekriegt, was es ist. Ich weiß. Das haut aktuell nicht hinten. Kommt ein Geist? Er steht gerade passend da. Gut. Aber irgendwann muss es ja mal kloppen. Sobald der ausgebildet ist, kann der seine Kollegen auch ausbilden und dann können wir da, denke ich, auch ein Upgrade machen. Zumindest haben wir ja schon mal die Apotheke, ne? Wir müssen ja auch die Ärzte ausbilden. Und dann werde ich gleich von Anfang an gucken, dass auch gleich die richtigen Leute in der richtigen Abteilung bleiben, dass die Heilungschancen so hoch wie möglich steigen. Sonst gehen wir hier, glaube ich, pleite. Wir hatten ja schon im anderen Krankenhaus die Probleme. Da heißt es jetzt... Guck, jetzt hat's geklappt. Erstmal abwarten. 48%. Wir probieren es erstmal. Ja, ich weiß, Upgrade Gate. Upgrade können wir aber gerade nicht machen, weil... Das wird zurück zur Arbeit gebeten. Der erstmal da. Genau, was rennt ihr da hinten rum mit? Hier sind Patienten. Alles klar. Dann warten wir jetzt erstmal, ob es hier fertig ist mit Ausbilden. Wie gesagt, der lehnt hier gerade Mechanik, was wir brauchen. Und den können wir endlich als erstes upgraden. Aber vorher sind wir am Ende. Also schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Tschüssi.